Ich habe aber euch eine Frau mitgebracht, die ich schon so viele Jahre so wahnsinnig, wahnsinnig lustig finde und so hochtalentiert. Und ich weiß, ihr werdet sie lieben. Und jetzt bitte applaudiert, rastet aus, wie nur Wiesbaden es kann, für Alicia Held! Vielen Dank. Danke, danke. Ah, schön. Stell mir noch mal vor, ich bin Alicia Held, 41 Jahre alt. Ich bin seit 12 Jahren in einer Beziehung und gerade frisch verlobt. Nee, hört auf. Ach, hört auf. Ich habe da noch gar nichts gemacht. Ja, eigentlich auch ganz andere Reaktionen darauf gewohnt. Oft sagen Leute sowas wie, ganz schön spät mit der Verlobung. Ja, und dann sage ich immer, pass auf, ich habe auch keine Kinder. Nein, Quatsch. Ich sage dann immer ganz höflich, halt's Maul. Ja, ich habe da auch zu beigetragen. Das ist, ich habe ab einer gewissen Zeit so bin ich so panisch geworden und dann habe ich immer wieder betont in der Beziehung, brauchst mich gar nicht zu fragen, egal was, ich sag nein. Ja, weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst unter anderem vor so einem peinlichen Heiratsantrag. Ich finde, wenn man so Heiratsanträge im Fernsehen sieht, finde ich immer ganz kitschig und schlimm. Ich hasse Flashmobs, ich finde Heiratsanträge furchtbar. Und also so, was ich so gesehen habe, ich habe zum Beispiel, ist es jetzt gerade, glaube ich, modern, dass die Frau verarscht wird bei ihrem eigenen Heiratsantrag. Die soll so denken, der Mann flirtet gerade mit der Kellnerin oder der betrügt sie seit Jahren. Und dann wird das irgendwann aufgelöst, so, verarscht, ich betrüge dich gar nicht, das ist ein Heiratsantrag. Ich habe einmal einen Heiratsantrag gesehen im Fernsehen, da sollte die Frau denken, ihr Mann ist tot. Ja, da sind die so ganz romantisch auf so einer Dachterrasse spazieren gegangen und dann hat der simuliert, dass er stolpert, ist so vom Dach gefallen, die völlig aufgelöst, so zum Rand gelaufen und dann sieht die den Wichser da liegen auf so einer aufgeblasenen Matte mit so einem Schild in der Hand, wanna marry me, und sie so, I love you, yes. Ich würde da am Rand stehen und sagen, puh, deine Mutter kannst du heiraten. Was soll das? Ich hatte Angst um dich. Ich habe mir, wenn ich mir so vorgestellt habe, wie mein Heiratsantrag sein soll, dann dachte ich immer, das muss was ganz Besonderes sein, so was Originelles, was keiner hat, was niemand hat. Ich habe mir so vorgestellt, dass der Michael heißt der, dass der so ein, zum Beispiel so einen Fallschirmsprung macht, nackt. Und ich stehe unten, ja, ich stehe unten auf einer Wiese und gucke so hoch und sein Pimmel flattert so. Und dann hat er so eine Botschaft auf den Körper für mich geschrieben, so, willst du mich heiraten? Und dann sehe ich das und rufe so, ja! Und in dem Moment fängt es an, so Welten zu regnen und ich fange sie alle auf. Und dann wächst mir so ein Meerjungfrauenschwanz. So irgendwie hatte ich mir das vorgestellt. Das war ein bisschen anders. Also wir waren was essen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, es hat keiner gesehen, das wäre mir nämlich auch sehr unangenehm gewesen. Aber wir waren so durch mit dem Thema, ne? Ich war so, ja, wir heiraten nicht, das ist okay, wir waren fein damit. Und ich habe damit null gerechnet und dann kniet er sich da plötzlich hin. Und ich war völlig überfordert. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Und dann habe ich mich einfach daneben gekniet. Ich bin so froh, dass der nicht auf die Idee gekommen ist, diesen Ring so im Dessert verstecken zu lassen. Machen ja einige, ne? Ich wäre ja die Kandidatin, ich hätte das Ding aus Versehen verschluckt. Und ja, und vorher hätte ich mir wahrscheinlich so den Frontzahn ausgebissen. Das wäre sehr unangenehm für alle Beteiligten. Ich glaube, wir wären dann so gegangen. Ich würde so ganz beschämt mit so einem gesenkten Kopf das Restaurant verlassen, weil ich ja genau wüsste, was alle denken, ne? Ja, jetzt gehst du nach Hause, ne? Wartest, bis du kacken musst, ja. Weil du zu gierig warst und deinen eigenen Verlobungsring gefressen hast, du gierige Sau. Dann würde ich aber ja trotzdem wollen, dass meine Mädels wissen, dass ich verlobt bin, ne? Also würde ich dann so eine WhatsApp-Gruppe erstellen und reinschreiben, Mädels, ich bin verlobt! Und die würden dann alle schreiben so, oh, geil, Glückwunsch! Zeig uns den Ring, los, wir wollen Fotos vom Ring! Und ich würde dann so schreiben, nee, das geht nicht. Und die dann so, hä, warum? Und ich dann so, ja, der ist in meinem Arsch. Das ist, ja, ich bin sehr froh, dass das jetzt passiert ist mit dem Heiratsantrag. Das ist, für mich ist das der richtige Zeitpunkt, weil ich jetzt wirklich hundertprozentig sicher bin, dass ich diesen Mann heiraten will. Wir haben hier einen Lockdown zusammen durchgestanden. Ne? Ich meine, das kann nicht jedes Paar von sich behaupten. Und es war nicht einfach für mich, es war nicht einfach. Der Michael, der ist so ein Technikfreak und seit dem ersten Lockdown zusätzlich noch dazu Online-Shopping-süchtig. Unsere Wohnung ist mittlerweile Saturn. Wir haben jedes verfickte Gerät, nenn mir eins, wir haben es, wirklich. Wir haben einen Beamer und eine Leinwand.
Die Wohnung ist klein, ich sitze so vor der Leinwand. Der ist durchgedreht, es kamen ständig Pakete, irgendwann kamen so LED-Leisten, hat er das ganze, die ganze Wohnzimmerdecke ausgekleidet damit. Völlig ausgeartet, der Typ war fertig mit der Welt, wirklich. Ich bin Gassi gegangen, komm wieder, da ist die Wand im Wohnzimmer, die eine Wand schwarz. Ich sag, bist du bescheuert? Hast du mir jetzt die Wand schwarz gemalt, während ihr, wie wär's mal mit Fragen? Aber Entwarnung, war nur der neue Fernseher. Dann kamen immer mehr Pakete, ne? Immer mehr von diesen LED-Leisten. Ich denke, was ist jetzt los, ist es ausgeartet. Wir haben die Dinger überall. Die sind so um das Sideboard herum, um den Fernseher herum, auf der Couch, in der Couch, unter der Couch. Überall, wirklich, unser Wohnzimmer sieht aus wie ein Schaufenster von einer Shisha-Bar. Ich habe irgendwann gesagt, Michael, so ganz vorsichtig habe ich angemerkt, meinst du nicht, langsam hast du echt viele LED-Leisten? Hat er falsch verstanden? Habe ich ein eigenes LED-Licht bekommen? Mein eigenes LED-Licht, das hängt bei uns zu Hause am Kloschüsselrand. Als Sparmaßnahme, sagt er, ne? Weil man muss sparen, Inflation und so, man braucht gar nicht mehr den Lichtschalter zu betätigen. Das Ding geht automatisch an vom Schatten meines Arsches. Richtig toll. Dann hab ich einen Fehler gemacht. Dann habe ich ihm im Lockdown hab ich ihm eine Playstation geschenkt. Sehr naiv von mir. Ich meine, meine Mädels haben ja auch sowas zu Hause, ne? Also so ein Mann, so. Und da habe ich, ja, ich habe das, da habe ich das gesehen, ich fand es praktisch. Den parkst du davor, vor diese Konsole, dann ist der beschäftigt, so. Ne, was habe ich gesehen, was zocken die Männer von meinen Freundinnen? So ein bisschen FIFA, ein bisschen Autorennen. Meiner nicht? Nein! Michael hat eine Mission, der muss die Welt retten, der trägt Flecktarn und Knarre und schießt auf Leinwand. Ich komme ins Wohnzimmer, ich bin mitten in der Mission. Das ist laut, es ist sehr unangenehm, was er spielt. Sehr laut. Ich höre das auch schon, bevor ich zu Hause bin. Wirklich. Ich bin noch nicht zu Hause. Der Schlüssel steckt noch nicht. Ich höre, der ist schon wieder im Krieg. Ohne Scheiß, das geht so. Achtung, feindliche Kampfdrohne nähert sich. Und ich denke immer, woher weiß das Gerät jetzt, dass ich jetzt nach Hause komme? Es ist irgendwie. Ja. Okay. Ich will auch wirklich nicht noch meckern. Also wir gucken auch mal einen Film auf dieser Leinwand zum Beispiel. Ne? Das ist schön. So. Wir haben nicht denselben Filmgeschmack. Also ich habe den guten, ist klar. Ne? Ja, aber wir wechseln uns ab. So mal sucht er aus, mal ich, was wir gucken. Er war gerade dran vor kurzem. Pass auf, ich möchte euch die Handlung von diesem Film beschreiben. Also, der Film hat keine Handlung. Also der Film geht los. Man sieht eine wunderschöne Frau. Tolle Figur, spärlich bekleidet und sie tanzt so ganz erotisch an der Stange. Dann ist Schnitt und dieselbe Frau wacht im Krankenhaus auf und stellt fest, ihr fehlt ein Bein ab hier. Ja, und da habe ich gedacht, oh, da hat der Michael mal einen tiefgründigen Film ausgesucht. Ne? Wenn eine Tänzerin verliert ihr Bein, was passiert jetzt? Wie geht sie damit um? Ich wollte das wissen. Das wurde dann in der nächsten Szene direkt aufgelöst. Die war raus aus dem Krankenhaus, gar nicht mehr traurig, richtig gut drauf. Die hat sich auch toll zurecht gemacht, so ein richtig tolles Make-up, so Locken, die wehten so in der Windmaschine. Dann, ach, sexy war die angezogen, so ein Body hatte die an. Und dazu nur eine Strumpfhose, so eine raffinierte Musterstrumpfhose mit so einem geilen High Heel, also da, wo noch das Bein dran ist. Ne? So. Und an den Stumpf, da hat die sich so eine Knarre dran gebaut, so dran geschraubt. Und dann erschießt die so die Feinde. Kennt irgendjemand diesen? Ja, ein Assi ist immer da, ne? Planet Terror, bester Filmschatz, du hast keine Ahnung. Dann kennst du bestimmt auch Bear Grylls, ne? Bear Grylls, dieser verrückte Mann, der so den Leuten vorm Fernsehen, ja, ich finde es mittlerweile auch ganz toll. Für die, die ihn nicht kennen, der zeigt den Leuten vorm Fernsehen, wie man in der Wildnis überlebt, wenn man nichts dabei hat, außer einem Jagdmesser. Der trinkt immer sehr gerne seinen eigenen Urin, ne? Better drink your own piss, das ist sein Motto. Und der ist crazy, der frisst alles. Der ist so, oh, guck mal da auf dem Blatt, eine dicke, fette, ekelhafte, wabbelige, gelbe, behaarte Riesenraupe. Die esse ich jetzt. Und dann geht er hin so, nimmt die Raupe, beißt da rein und dann kommt so dickflüssige, gelbe Flüssigkeit so aus der Raupe Richtung Kamera gespielt. Ja, ich finde es auch eklig. Also drehe ich mich weg. Was macht Michael Schatz? Nicht wegdrehen, hingucken, das ist wichtig. Vielleicht kommen wir auch nochmal in diese Situation. Meine Lieblingsfolge von Bear Grylls ist die, wo er in der Wüste ist. Er sagt da irgendwann so, oh oh, ein Sandsturm naht. Wir müssen uns schützen, möglichst schnell, sonst wird's gefährlich. Aber wo denn bloß? Hier in dieser großen, weiten Wüste, hier ist doch nix. Huch, och, welch ein Zufall, ein totes Kamel.
Dann geht er dahin, holt sein Jagdmesser raus und schlitzt den Kamelbauch so auf. Und dann geht er in den Kamelbauch rein. Und das ganze Kamerateam hinterher in den Kamelbauch rein. Einmal ist ein Pärchen nach der Show zu mir gekommen. Sie war völlig so außer Sicht. Ich war so, hier, er hat immer so auf ihren Mann gezeigt. Der ist genauso. Der ist, als hättest du von meinem erzählt. Der heißt sogar auch Michael. Dann habe ich mir den erstmal genauer angeguckt, ob es nicht meiner ist, der ein Doppelleben führt, ne? Und dann sagt die irgendwann so zu mir, habt ihr auch so viele Fernbedienungen? Und die hatte so einen Sprachfehler. Ich habe verstanden, habt ihr auch so viele Fernbeziehungen? Und es wurde immer schräger und irgendwann sagt der Mann so zu mir, ganz ehrlich, ich finde das ganz schön scheiße, dass du auf der Bühne einfach so über deinen Mann ablästern tust, anstatt mal zu schätzen zu wissen, was für geile Geräte der nach Hause anschleppen tut. Dann habe ich ihm das erstmal erklärt, habe ich gesagt, nein, warte, du hast das falsch verstanden, das ist Stand-Up-Comedy, das ist mein Job, das ist nicht alles, was ich hier erzähle, ist autobiografisch. Also nicht alles, was ich sage, meine ich auch so. Einiges schon. Ne? Aber also Fakt ist, wir sind ein super Team. Da kommen auch manchmal Frauen zu mir und sagen, so ein Arschloch, warum bist du mit ihm zusammen? Nein, der liebt mich sehr. Ich weiß das ganz genau, weil ich das regelmäßig erfrage. Ja. Ein bisschen kippt die Stimmung jetzt, ne? Ist ein bisschen... Habt ihr euch das gerade bildlich vorgestellt, wie so eine Irre, wie ich da sitze? Schatz, liebst du mich? Ob du mich liebst? Ja? Wie sehr? Von hier bis zum Mond und zu... Natürlich nicht so, ich komme aus Hamburg, wir sind trocken, ne? Wir haben so eine nordische, trockene Art dafür gefunden. Bei uns sieht das so aus, ich sag Baby, dann sagt er, ja. Dann sag ich, sag mal, wie sieht's eigentlich aus mit Liebe? Und dann sagt er, ja, ist vorhanden. So, Romantik ist nichts, nee, machen wir nicht mit Romantik. Wenn ihr jetzt gerade 12-Jährige ist, ganz normal, da kam man nach Hause von der Arbeit, hat so die Arme ganz süß so in die Luft gerissen, hat also gerufen, Schatz, heute sind wir 12 Jahre zusammen. Ich bin so glücklich, dass ich so lange mit dir ausgehalten habe. Wollen wir spontan essen gehen? Du suchst aus, wo ich zahle. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist süß von dir, aber wir haben auch schon ganz schön lange nicht mehr gevögelt. Und dann hat er gesagt, ja, musst du dich halt entscheiden, eins von beiden, ne? Leute, das waren die besten Tapas meines Lebens, wirklich. Danke fürs Zuhören, vielen Dank. Alicia Held! Alicia Held! Folgt ihr auf Instagram, da heißt sie auch, Alicia Held mit DT. Mein Gott, ich musste so lachen. Deine Mutter kannst du heiraten. Mega illegal.